Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge meiner Südfrankreich-Exkursion. Wir sind immer noch im dritten Tag dieser Exkursion. Nach Orange haben wir uns auf dem Weg nach Nîmes den Pont de Gard angeguckt. Wir haben eine kleine Zwischenrast gemacht sozusagen. Ja, den werde ich euch heute ein bisschen so vorstellen. Und damit steht diese Folge unter dem Slogan: Das Wasser muss fließen. Der Pont de Gard ist ein römischer Aquädukt, also eine 50 Kilometer lange Wasserleitung, die Nîmes mit Grundwasser bzw. mit Trinkwasser versorgt. Dieses Aquädukt schleust das Trinkwasser von der Quelle Font de Cour bei Uz 50 Kilometer weit bis nach Nîmes, da in ein Vorratsbecken, was Castellum genannt wird. Unterwegs überquert dieses Aquädukt das Tal zum Fluss Gard. Und an dieser Stelle ist dieses meisterhafte Monument, was wir uns angucken wollen, der Pont de Gard, also genau diese Überquerung oder diese Überbrückung über dieses Tal. Erstmal die Daten vorweg. Der Pont de Gard ist 49 Meter hoch und besitzt drei Arkadenreihen. Die unterste Arkadenreihe ist 142 Meter lang und besitzt sechs Bögen. Die mittlere Arkadenreihe ist schon wieder 242 Meter lang und besitzt schon 11 Bögen. Die oberste und damit auch die längste Arkadenreihe ist 275 Meter lang und besitzt ganze 35 Bögen. Wenn wir uns den Pont de Gard ansehen, kann man schnell erkennen, dass die unterste und die mittlerste Arkadenreihe ungefähr von den Bögen her gleich hoch ist und auch, dass die Bögen direkt übereinander gestaffelt sind. Die oberste Arkadenreihe bricht ein bisschen aus dieser Form heraus. Hier haben wir, sehen wir sehr viel kleinere Bögen und die Bögen sind durch ihre abweichende Größe anders gestaffelt. Wir sehen hier, dass die kleinen Bögen immer auf die Standpfeiler der großen Bögen aus der mittleren Reihe fallen. Durch diese Versetzung entsteht die komplette Statik dieses Monuments. Wenn wir in dieser Bausubstanz gleich mal bleiben wollen, sehen wir, dass der Pont de Gard im typischen Opus Quadratum der römischen Baukunst errichtet wurde. Das heißt, wir haben hier gleich große Kalksteinblöcke, die so übereinander gestapelt und so ein Verband übereinander gestapelt sind, dass immer eine Fuge zwischen zwei Blöcken auf einen Block darunter oder darüber trifft. Durch diese Versetzung haben wir ähnlich wie bei der Versetzung der Bögen eine sehr kräftige Statik. Die Bögen untereinander sind ohne Mörtel zusammengefügt. Wobei aber die oberste Reihe, also der eigentliche Kanal, trotzdem verdichtet werden muss. Dies geschieht hier durch Rödel. Also haben wir diese ganzen, also haben wir hier die Fugen in diesem obersten Wasserkanal durch Rödel abgedichtet. So entsteht eine Versiegelung, dass das Wasser auch nicht durch diesen Bau durchsickern kann und auch sicher bis in Nîmes ankommt. Was können wir Geschichtliches zu dem Werk sagen? Wir haben eine Inschrift, die besagt, dass Agrippa, ein Wohltäter der Gallia Narbonensis, wenn man so will, der sehr viel Orden, sehr viel errichtet hat, 19 vor Christus dieses Aquädukt, also diesen Bau in Auftrag gegeben haben soll. Es haben aber eine kleine Diskrepanz, nämlich wenn wir uns die Münzen, die in den Auffangbecken von Nîmes gefunden wurden, ansehen und auch Keramik, die zwischen den Fugen der Steine gefunden wurde, ansehen, dann kann man davon ausgehen, dass der Bau zwischen 40 und 80 nach Christus entstanden ist. Also haben wir hier ungefähr 60 Jahre Unterschied zu der eigentlichen Inschrift. Das kann man sich damit erklären, dass der Bau erst in späterer Zeit errichtet wurde, man aber gerne auf den Wohltäter der Gabonensis, also auf Agrippa, verweisen wollte, um den ganzen Bau einen höheren Status zu verleihen. Der Pont de Gard bzw. das Aquädukt hatte eine sehr lange Laufzeit. Wir können aber in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts nach Christus schon feststellen, dass die Wasserdurchflussmenge in den Aquädukt tracht. Dies kann man sich dadurch erklären, dass Sedimente aus der Quelle durch das Wasser mittransportiert werden. Die setzen sich natürlich auf den Kanalboden ab und über die Jahrhunderte steigt diese Sedimentschicht immer weiter an, bis irgendwann mal der komplette Kanal dicht ist. Ja, und wenn der Kanal dadurch die Sedimente dicht ist, kommt natürlich in Nîmes nichts mehr an in den Castellum. Es ist aber die Frage, warum gab es keine Wartungsarbeiten, die dieses Problem
behoben haben. Man versucht sich das dadurch zu erklären, dass wir zur selben Zeit, wie diese Durchflussmenge stetig zurücknimmt, wie wir genauso einen stetigen Rückgang der Bevölkerung in Nîmes verzeichnen können. So scheint es, dass diese drastisch zurückgehende Bevölkerung in Nîmes nicht mehr die Notwendigkeit sah, sich um dieses Aquädukt zu kümmern und das zu warten. Und dass auch diese hohe Funktion und Bedeutung des Aquädukts als Wasserspender bzw. Wasserträger von einer Quelle in die Stadt nicht mehr so ein großes Ansehen besessen hat. Spätestens im 6. Jahrhundert nach Christus kann man einen kompletten Stillstand dieses Aquädukts verzeichnen. Also er hat komplett seine Funktion eingebüßt. Über die Jahrhunderte war dann nur noch ein Zeichen der großen Macht Roms, beziehungsweise ein Zeichen der vergangenen Macht Roms im Mittelalter. Viele Teile des Aquädukts wurden abgetragen und wurden als Steinbruch benutzt. Man hat die Steine in verschiedenen Teilen des Landes und der Provence wiederverwendet. Lediglich dieses Stück der Pont de Gard ist in seiner vollkommenen Pracht erhalten. Ja, damit wäre ich durch über meinen kleinen Bericht über den Pont de Gard und über den zweiten Abschnitt des dritten Tages der Südfrankreich-Exkursion. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und ihr fandet es spannend. Wenn ja, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Schreibt mir auch, was ihr noch so kennt, beziehungsweise was für Aquädukte ihr in Europa noch so kennt, die ziemlich stark erhalten ist. In vielen anderen Städten gibt es ja gerade in Italien sehr viel Aquädukte. Rom ist ein Paradebeispiel dafür. Aber was kennt ihr noch so? Was habt ihr schon mal gesehen? Schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich über ein Däumchen. Das hilft mir sehr viel. Damit weiß ich, dass ich hier mit weitermachen kann, dass es euch gefällt. Und damit würde ich auch gleich aufhören mit der Werbung. Ich sage nur noch eins. Ihr seht hier meine letzten Videos. Einmal über Orange, das hatte ich ja kurz angeschnitten gehabt, dass wir auch Orange gesehen haben. Und sonst hier nochmal das Vlog-Video, was ich mit Frankreich erstellt habe. Und dann wäre es auch schon vorbei. Habt viel Spaß und bis zum nächsten Mal.